Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf KuchenTV Uncut. Wir reagieren auf Active User. Tilan und Rebecca Wing machen genauso weiter. Wir sind gespannt. Leute, wisst ihr... Nee, andersrum. Wisst ihr, Leute, erinnert ihr euch noch an mein Rebecca Wing Video? Ultra lustig, don't add me, schaut es euch nochmal an, bitte. Und da habe ich gesagt, oder sogar... Tilan, lol, Emerald, die gab's ja auch noch. Tilan. Und kurz nach meinem Rebecca Wing Video kam sie wieder zurück. Zufall? Yes. Mit nicht so spannenden Videos, aber Leute sagen ja immer, YouTube-Freundschaften sind nicht real, sobald der Erfolg sinkt. But wrong. It was me. Tilan und Rebecca Wing are friends forever. Und sogar Zwillinge mit Telepathie. Und das ist, by the way, kein Teil-Nachts-Video. Blitz. Muss man gesagt haben, damit alle Bescheid wissen. Smile. Und Tilan im Acti-Wing, ich meine Becky-Wing-Video, ist auf dem Thumbnail so. Und deren Content ist halt so wie früher. Etwas Clickbaity. Titel, wo basically nur Text. Ich wusste gar nicht, dass die wieder Videos macht, Alter. Text hauptsache stehen müssen, ohne großen Zusammenhang. Und, Moment, irgendwie sieht das Thumbnail falsch aus. Und die Videos sind halt... Okay, halt so Challenges und so weiter. Also nichts, wo man jetzt eine Kanalzerstörung machen könnte. Er hat's geliked, alles Kanalzerstörungen. Good old days damals. Aber ich muss sagen, trotz der langen Pause und weil natürlich teilweise Rebecca Wing in den Videos zu sehen ist, bis zu 200.000 Views pro Video? Damn, what the freak, man? Warum nicht? Anderer Content ist dann vielleicht weniger interessant. Aber ist ja auch ein starkes Thumbnail. Digga, ey. Ja, dieses Gesicht hier. Einfach mit Paint oder wahrscheinlich mit dem Handy so drumrum gemalt. Also jetzt sogar die Nasenlöcher hier freigelassen, feiere ich auf jeden Fall, ey. Oh Mann. So, schauen wir uns jetzt gemeinsam ein bisschen Content an. Ja, ich weiß, es wird krass, das Video. Zwei dumme BFF-Mädchen machen Badekugeln mit Badekugelmaschine. DIY geht schief. Klingt doch super bisher. Ich bin's wieder, eure Sahne. Ich bin. Ich mag. Fängt das schon wieder an. Ich muss voll schwitzen auf einmal. Was? Ja. Schwitzen, Lade. Hey, ich bin's wieder, eure Sahne. Nee, was? Ich weiß es nicht. Hey, ich bin's wieder, eure Sahne. Ich heiße Octave. Nee, Active. Ist das wirklich guter Content? Ach, Lan. Hashtag Team Barbie. Besteht aus 10-jährigen Mädchen. Was ist Anspruch? Ja, vor allem, ich habe hier gerade mal geguckt, also auf dem Kanal von Rebecca Wing, Digga, das ist, geht immer noch gut ab. Ne? Ich finde das voll krass, weil die ist ja auch schon mega lange am Start. Ne, wenn du mal so schaust, Digga, manche Videos so 600.000 Aufrufe, 500.000, das ist schon sehr krass, ne? Gut, das neueste Video hat bisher noch nicht so reingeballert, aber ist trotzdem heftig halt, ne? Vor allem nicht A sagen, oh Junge, ey. Ich verstehe diese Videos nicht, als wenn man so, als wenn das sowas wie irgendwie Niesen wäre, wenn deine Nase kitzelt, was du so automatisch machst oder zum Beispiel atmen oder so. Ich meine, ja, dann sagst du halt mal nicht, oh, so, hä? Also ich verstehe diese Videos nicht, ich habe das noch nie verstanden, als wenn es irgendwie schwer wäre. So, lachen kann ich hier irgendwo noch verstehen, ne? Weil lachen muss man echt einfach vielleicht auch mal, wenn was wirklich Lustiges passiert, so aus dem Körper heraus. Aber ich sag mal, sowas wie nicht oh sagen, ey, das ist so lächerlich, ey. So, ich guck hier mal gerade, wollte ich mal gucken, hier Rebecca Wing, bin ja hier immer so am Start. Also hier lief auf jeden Fall besser. Gut, die hat die wahrscheinlich Videos gelöscht gehabt. Die hat auch wieder Videos offline genommen. Hier, 15 Millionen Aufrufe. Ja, die macht immer noch so ihre 12, 13 Millionen im Monat und ich schätze mal, dass die auch relativ gut Geld verdienen wird damit, also geht gut ab. Ich überlege gerade, wie viel könnte sie damit verdienen? Ja, so 50, 60 oder vielleicht auch 100.000 könnte ich mir schon vorstellen. Ich denke, viele ihrer Leute haben auch keinen Adblocker, also ich denke, die CPM bei ihr schmeckt auf jeden Fall. Das ist so krass, finde ich, wirklich. Also ich glaube, Rebecca Wing ist auch eine YouTuberin, die wirklich mega reich ist, aber die man irgendwie nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube, die gehört wirtschaftlich mit zu den stärksten YouTubern in Deutschland, kann ich mir vorstellen, bei dem Content. Wow. Geiler Soundeffekt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die kann. Ich habe noch nie solche Badekugeln selber gemacht. Vielleicht bin ich tollpatschig. Digga, hat die das wirklich so ins Video gemacht? Was ist das für ein Schnitt?
Vielleicht bin ich tollpatschig. Ja, gut, Lan, toll. Wow. Was hast du zu sagen? Digga, was ist das für eine Kameraeinstellung, bitte? Hey, Junge, wer denkt sich so? Ja, Mann, ich nehme die Kamera jetzt 2 Zentimeter von meinem Gesicht weg und filme mich. Ey, ja, und da ist ein Popel, Digga, das kommt auch noch dazu, ey. Widerlich ist den doch mal, Alter. Dieser Zoom, bring mich doch gleich in deine Nasenlöcher. Das funktioniert nicht. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euer Video zusammenschneiden sollt, dann so, wie man unlustige deutsche Meme-Compilation zusammenschneidet. Einfach Piepson mit diesem Farbenbildschirm. Und am Ende haben sie halt Badekugeln und, ja, so für Kids ein feines Video und so. Tollpatschig. Schauen wir uns jetzt mal die BFF Twin Telepathy Milkshake Challenge 2021 an. Kann ja nur besser werden als ASMR Twin Edition von ASMR Janina. Mann, ihr solltet nur entspannen, verdammt nochmal! Ja, voll gut geschnitten, ne? Och, Active, als ob so viele ASMR schauen, nur weil es ein Girl ist. Ein bisschen sehr über den Kamm geschert, oder nicht? Ja, okay. Ich meine, der eine oder andere Kommentar spricht für sich. Ich würde mir ein ASMR auf mein Body wünschen. Das letzte Video davon war so gut und tingly. Was ist das für ein ASMR-Video? Sexy Cheerleader tries ASMR at high school. Imagine, so beschreibst du dich selber, wenn du ein Video hochlädst. Gut aussehender Single Mann schaut sich YouTube Deutschland Videos an. Aber zum Thema ASMRs von Girls, die vielleicht ein bisschen zu entspannend sind. Kommt wie gesagt noch ein Video, ne? Okay. Lass ein Abo da. Ja. Bin gesperrt, war. Aber zurück zum ursprünglichen Video. Die machen halt so ein Shape mit allen möglichen Zutaten und zuerst wählt Becky Wing eine Zutat aus und Tila. Okay, so langsam ist es anstrengend, ein Shift von nachzumachen. Damn, it feels good to be funny. Auf jeden Fall, Tilan überlegt, was Becky Wing wohl genommen hat und dann mixen die alles zusammen in deren, was die rausbekommen haben. Simples Video. Ja, ich glaube nicht, dass ich dafür gesperrt wäre. Das wäre schon sehr pingelig. Das schmeckt echt nach Gurke. Eww, das schmeckt nach Gurke? Aber ich muss sagen, vielleicht lag es an mir, aber ich fand das Video schon ein bisschen unterhaltsam. Nee, viele Jokes sind ja okay, aber das geht zu weit. Gurken Game Master, ist er wirklich wieder da und will um 3 Uhr nachts seine Pläne umsetzen? Digga, was? Was? Das will ich noch mal sehen. Warte mal, du ganz kurz, dass ich das verstehe. Hat jetzt Active User die Effekte reingemacht oder war das wirklich Tilan? Das hat die doch niemals so hochgeladen, oder? Der hat das doch locker hier in diesen Filter rein, also in dieses Bild reingeschnitten. Das ist ja nur Scheiße. Was ein Scheiß. Aber not gonna lie, schon okay April-Joke so, ne? Also besser als die anderen. Ich wünsche dir ein letztes Video. Ja, Mann. Und das Ganze wird ja am 1. April, yeah! Alter, sie hat ja alles privat gestellt, aber ein Game Master Video ist sogar noch online. Oder wieder online. Boah, da mal Game Master sein. Witziger Content damals. Was?
Er wollte nur sehen, wie weit ich gehe. Da waren einfach voll die komischen Aufgaben dabei, die ich machen musste. Ich habe eine E-Mail bekommen, Leute. Schnell aufmachen, aufmachen. Aber damals waren noch andere Zeiten und da hat man auch Videos mit dem nettesten Binus-Blogger der Welt gemacht. Fahrradchaos! 3 Uhr Mittag bei wirklich extremem Regen, komplett gestört und verletzt. Krankenhaus. 3 Uhr ist einfach die beste Zeit. Aber nicht 3 Uhr Nacht, sondern 3 Uhr Mittag. Ja, ich weiß, der Tilan fehlt ja immer 1,25-fache Geschwindigkeit. Was soll man sagen? In dem Video schien sie wohl vom Fahrrad gestürzt zu sein, aber man sieht jetzt nichts vom Unfall oder so. Aber, wie heißt es so schön? Das Beste aus jeder Situation machen. Hat sie, glaube ich, von Ungi Bungi gelernt aus 2016. Ungi Bungi. Einstellung. Zwölfjährige Kinder, seid bereit, fasziniert zu werden. Ich zeige euch jetzt einen Zaubertrick. Alles fing an mit einem Schrei und einem Sturz. Und jetzt gehört mir halt Madeira. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Unfall real war. Also, gute Besserung, Tilan. Auch wenn mein Video wahrscheinlich viel zu spät kommt und es schon längst verheilt ist. Gute Besserung. Ich trau mir das gar nicht. Oh da mal Dusche sein. Tilan, man nennt es Emotionen zeigen. Ungefähr so. Ouchie. Nee, ich trinke Kakao. Ach ja, perfekte 8 Minuten, by the way. Ich finde, es gibt so bestimmten Content nur noch richtig selten. Wir haben halt jetzt auf YouTube die Reaction-Meter, aber halt so wirklich Challenges und so und wirklich so draußen und so. So richtig stumpfer Content, aber schon so ein bisschen unterhaltsam und so aufgenommen, als ob das so ein Schulprojekt ist, aber halt nicht ganz so unprofessionell. Eigentlich wollte ich euch ein altes Werbung-Video zeigen, was wir in der 8. Klasse gedreht haben für den Deutschunterricht, aber ich finde die Aufnahme nicht mehr. Deswegen hier. Click in the mouth! Paar Jahre später. Click in the mouth! KS-Freak als Beispiel füllt auch so eine gewisse Nische. Vielleicht ein bisschen viel Rumgeschreie wegen seinem Image, I guess. Gute Wer kauft Rabenhorst? Aber er macht Content, den zumindest wenige machen und das, finde ich, ganz bisschen low-key unterhaltend. Und ja, nennt mich vielleicht Low IQ und Mr. Doppelmoral und Next Model for Man's Physik. Weil ich mich damals noch beschwert habe von wegen simpler Low IQ stuff might make songs and me not, I'm sad. But still, ich find's irgendwie ein bisschen witzig, auch wenn ich mir natürlich nicht... Was ist eigentlich aus deinem Lego Piratenschiff geworden? Anschauer von KS-Freak und so, aber zu KS-Freak kommt auch noch ein Video. Steht hier noch. Und zwar bei X-Likes. Also das Märchen like war. Und zu Low-IQ-Content, aka Meme-Compilations. Die verdienen, glaube ich, auch schon länger an Hype. Aber anderes Thema, jetzt immer ein Meme von euch. Gonna prank Erik, wenn he writes in Hashtag Affenzirkus. Der Community-Discord, join, Link unten. Day 1, Day 2, Day 817. Ja gut, ich gebe zu, ich bin halt busy, man. Ihr seht ja, wie viele Videos kommen, nachdem ich immer so gefühlt tausendmal sage, dass ich meine Arbeitsroutine und so weiter verbessern muss und mehr Output bringen muss und so weiter. Ja, Digga, du könntest nach Braunschweig ziehen, wir haben noch ein Zimmer frei, dann kannst du da deine Videos drehen im Hotel. Alles gut. Büro, kein Hotel, Digga, WTF. Ja, gutes Video. Nice, dass Tilan wieder da ist. Ich habe aber geguckt, so aktiv lädt die keine Videos hoch. Also, ja, von daher gucken wir mal.